Wahlkampfleiter Matthias Löhr. Liebe Genossinnen und Genossen, ich beginne mit einer Zahl, 218. Das sind nämlich die verbleibenden Tage bis zum 25. Mai, wo wir gemeinsam Kommunalwahlen und die Europawahlen haben im nächsten Jahr. Es werden gewählt 751 Mitglieder des Europäischen Parlaments, davon 96 aus Deutschland. Und diese Abgeordneten müssen sich konkret zu den verschiedensten Herausforderungen und Themenfeldern europäischer Politik dann in einem neuen Europäischen Parlament bewähren, inwieweit sie die Interessen und Hoffnungen und Erwartungen von Menschen aus Deutschland und darunter eben auch aus Brandenburg aufnehmen und in Politik gießen. Und zwar in Politik, die langfristige Auswirkungen haben wird. Und ich bin ganz bei denen, die heute immer wieder davon gesprochen haben, es geht darum, Macht auszuüben, weil heute werden 70% ungefähr aller Entscheidungen, die sozusagen den Alltag der Bürgerinnen und Bürger betreffen, auch im Europäischen Parlament entschieden. Also Gramsci sprach mal von der kulturellen Hegemonie. Und ich glaube schon, dass Mindestlohn, unsere erfolgreiche Beteiligung bei der Bürgerinnenbewegung Right to Water, Themen waren, mit denen wir bewiesen haben, auch die Linke kann in der europäischen Politik sich um kulturelle Hegemonie erfolgreich bemühen und da auch etwas vorweisen. 28% der Eurozonenwirtschaft werden heute in Deutschland erzeugt. Das heißt, an der wirtschaftlichen Entwicklung, an dem, wie Politik in Deutschland ausgeübt wird, werden andere Entwicklungen in anderen oder in den anderen EU-Mitgliedstaaten aussehen, nicht zu machen sein. Und deshalb hatten wir gesagt, vor den Bundestagswahlen, Regierung Merkel muss weg, die Methode Merkel muss weg, weil sie zerstört Europa. Und wenn es um die Zusammensetzung des künftigen Europäischen Parlaments geht, gilt es eben auch, und da bin ich ganz bei dem Änderungsantrag von Stine Kaiser heute zum Leitantrag, darum, rechtsextremen und rechtspopulistischen Kräften den Einzug so schwer wie möglich zu machen und möglich zu verhindern. Aber machen wir uns nichts vor, die Realität sieht anders aus. Die Ermordung des griechischen Musikers Pavlo, gerade vor wenigen Tagen, durch die rechtsextreme, neofaschistische, faschistische Partei in Griechenland, zeugt davon, dass dieser Kurs Merkel genau zur Entsolidarisierung führt, zu einer sozusagen Bekräftigung scheinbarer nationalistischer Lösungen und Flüchtlingspolitik, Außenpolitik der EU scheinen in diese Richtung dann auch schon sozusagen aufweichend im vorauseilenden Gehorsam genau solchen Kräften Recht zu geben. Und wenn es darum geht, effizient und nachhaltige Politik zu betreiben, heißt es auch, wir müssen unsere wirtschaftliche Politik so ausgestalten, dass sie eine soziale Perspektive und Zukunft auch für Menschen bietet. Und da bin ich bei dem Zusammenhang zwischen Europa und Kommunen. Rekommunalisierung der Energie, Wasserwirtschaft, Infrastrukturentwicklung etc. Nichts wird ohne die Mitwirkung und die Berücksichtigung der Entscheidungen auf der europäischen Ebene vermöglicht sein. Vergaberecht hat heute Rolle gespielt. Conny sprach davon. Und deshalb, wir sind ja noch bei der Wahlauswertung, vermeintliche mehrheitliche Wählen von Frau Merkel ist genau die Wahl eines nicht thematisierten Themas als zentraler Unterlage für den Erfolg der CDU. Europa wurde nicht offen angesprochen und damit auch nicht die Widersprüche, nicht die komplexen Herausforderungen. Und ich frage, sind wir als Linke 208 Tage vor den Wahlen im Europäischen Parlament genügend ausgerüstet? Sind wir in der Lage zu erklären, was eigentlich auf der europäischen Ebene alles entschieden wird? Ja, Bernd Rixinger hat es richtig gesagt, wir wollen kein Europa für die Banken, sondern Europa für die Menschen. Das wird aber nur funktionieren, wenn wir zum Kern des Problems uns selbst sozusagen vorstoßend befähigen, auch zu erklären, transparent zu machen, die Stakeholders benennen. Wer ist eigentlich verantwortlich für welche politische Entscheidung auf welcher Ebene? Damit auch deutlich machen, Politik ist immer auch von Entscheidungsträgern entwickelt und entschieden worden. Das heißt aber auch, man kann sich da einmischen. Wir müssen also im
Vorwahlkampf ab sofort, aber dann natürlich auch in der heißen Wahlkampfphase. Aber bei Europa, wir haben unseren Parteitag erst im Februar nächsten Jahres. Da wird über das Programm abschließend beraten. Wir haben dann noch 3 Monate Zeit. Heißt, wir müssen uns jetzt sozusagen ausschwärmend darüber verständigen, wie machen wir diesen Prozess der Entscheidungsfindung von wem transparent. Heute berät der Parteivorstand in der ersten Lesung über das Europawahlprogramm. Am 19. November soll es verschickt werden für die parteiweite Debatte. Und ich meine schon, auch wir als Landesverband Brandenburg sollten uns diese Aufgabe sehr konsequent stellen. Welches Europa wollen wir? Das ist nämlich dann die Beantwortung der Frage, der Kern der Beantwortung der Frage, wohin wollen wir eigentlich? Wie soll dieses solidarische, soziale Europa aussehen, das umweltgerecht, demokratisch, friedlich, strukturiert als ein Akteur in der globalen Arena der Welt auftritt? Nicht abschotten. Wie soll die Welthandelspolitik ausgestaltet werden, die so konstruiert sein muss, dass eben Menschen nicht ihre Heimat verlassen müssen, weil sie zerstört ist durch den Raubbau an den Natur- und Rohstoffen, an mangelndem Wasser oder an kriegerischen Konflikten, die das friedliche Miteinander in den verschiedensten Regionen der Erde prägen. Das heißt, diese Fragen bewegen mich schon. Und deshalb vielleicht abschließend ein Gedanken, weil der heute noch gar keine Rolle gespielt hat. Wir werden Ende November den Vilnius-Gipfel haben. Da geht es um die europäische Nachbarschaftspolitik. Wir sind als Brandenburger an der Grenze zu Polen. Sind wir also in der Lage, auch mit der sehr komplexen, komplizierten Debatte der unterschiedlichen politischen Akteure in Polen so vernetzt, dass wir vielleicht jetzt schon darüber nachdenken, wie nehmen wir Einfluss auf eine Nachbarschaftspolitik, die eben nicht in den Kalten Krieg zurückführt, die strategische Partnerschaft mit der Russischen Föderation in den Sand setzt und die quasi vermeintlich nur die Interessen des Binnenmarktes jetzt um weitere Länder der östlichen Nachbarschaft, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien etc. aufgreift. Das sind also Fragen, die ebenso dazugehören. Also die Frage ist, sind wir als Landesverband genügend vorbereitet? Und ich meine, wir sind es noch nicht. Und ich wünschte mir, dass wir die ausgefallene Europakonferenz irgendwie so noch hinbekommen, dass wir vielleicht in Beratung des Europawahlprogramms dann auch als Landesverband uns befähigen, es aufzunehmen und gemeinsam mit dem Kommunalpolitischen Forum, gerade weil Margitta hier vorne ist, will ich auch anbieten als Abgeordneter im Europäischen Parlament, dass wir eine Schulung durchführen, noch im Herbst diesen Jahres, um sozusagen Europa und Kommune irgendwie zu besser sozusagen uns selber zu befähigen, diese Aufgaben wahrzunehmen. Danke.